Die Geschichte einer Legende lässt sich am besten dort begreifen, wo sie begonnen hat. Wir blicken zurück auf 8 Generationen eines Autos, das die Geschichte, Gegenwart und Zukunft von Audi stärker geprägt hat als jedes andere Modell. Der Audi 80, aus dem der heutige A4 hervorgegangen ist. Stellvertretend für fast 10 Millionen Käufer erklären Fans und Väter des Erfolgsmodells die Faszination dieses ganz besonderen Autos. Ja, mein erstes Auto, ein Audi 80, Baujahr 1973, weiß ich noch wie heute, wie das war. Also mit dem Kumpel aufs Fahrrad gesetzt und Straßen abgefahren und kommen an der Tankstelle vorbei und da ist er gestanden. Korallrot war er, zweitürig, 55 PS, ein Traum, wie der da stand. Audi 80, die neue Leistungsklasse. Wir wussten, das ist einmal das Auto, das in Ingolstadt eben zu Stückzahlen kommen muss. Und deshalb hat jeder, und wir waren eine kleine Truppe damals, sein Möglichstes getan, um ein gutes Auto zu entwickeln. Der Motor sollte entwicklungsfähig sein, aber er sollte auch im Verbrauch, im Geräusch und in der Fertigung die Anforderungen der Zeit erfüllen. Der Konstrukteur, der 1 Gramm aus dem Auto herauskonstruiert, bekommt dafür 1 Gramm Gold. Der Reifenmörder. Audi 80 mit seinem neuen lenkstabilen Bremssystem. 1978 stellt Audi die 2. Generation des Audi 80 vor, der sich in einem modernisierten Design präsentiert. Die Keilform macht den neuen Audi 80 nicht nur schöner, sondern auch schnittiger. Das war ganz am Anfang von der Audi-Zeit. Ich glaube, es war die 2. oder 3. Rallye, die wir mit dem Audi 80 noch gefahren sind. Das war wirklich der Beginn einer neuen Ära für Audi. Es war das erste Fahrzeug, das für Audi Weltmeisterschaftspunkte geholt hat. 1980, dann eine technische Revolution. Audi bietet mit dem Quattro den ersten Seriensportwagen mit permanentem Allradantrieb. Es war nicht ganz einfach zu fahren, weil als Rallyefahrer ist man gewohnt, dann die Radien etwas mit der Handbremse zu verkürzen. Das ging nicht, speziell bei losem Untergrund, ob jetzt Schnee oder Eis oder Schotter oder auch wenn die Straßen feucht waren, hat das Auto eine überragende Traktion gehabt. Und wir konnten das alles wieder wettmachen, auch wegen der unglaublichen Motorleistung. 1983 kommt die Quattro-Technologie auch im Audi 80 zum Einsatz und geht in Großserie. Vorsprung durch Technik. Mit dem Audi 80 der 3. Generation geht das Unternehmen erneut voran. Ein CW-Wert von 0,29 war vor 25 Jahren ein Spitzenwert und ist es noch heute. Außerdem sagt Audi einem der natürlichen Feinde des Autos den Kampf an, dem Rost. Die ganze Entwicklung vom B3 und auch das ganze Thema Planung für das Auto in der Fabrik ist unter dem Gesichtspunkt gelaufen, wir wollen das Auto voll verzinkt haben. Haben uns, man möge uns das nachsehen, ein bisschen diebisch gefreut, wie die Kollegen von Volvo ein Jahr später auch Vollverzinkung machen können, dass die Stahlwerke gesagt haben, können wir nicht, hat Audi schon bestellt. Der Audi 80 ist auch in Sachen Sicherheit seiner Zeit voraus. Das Audi-System ProConten strafft bei einem Frontalaufprall die Gurte der vorderen Passagiere und zieht das Lenkrad vom Fahrer weg. Sicherheit serienmäßig. ...1991 geht Audi mit der neu entwickelten 4. Generation an den Start. Der 1,9 Liter Turbodiesel-Direkteinspritzer TDI ist eine Sensation.
weil er dem Diesel bisher nicht gekannte Agilität und Sportlichkeit verleiht. Wir hatten beim B4 eine Vorgabe gehabt, dass das ganze Auto 25 Stunden kosten darf in der Fabrik, vom Rohbau, Lack, Montagen. Wir haben es tatsächlich geschafft, dass man diese Zeit einhaltet, wo wir vorher immer 30 und 35 Stunden gehabt haben, aber es war eine ganz knalle Vorgabe. Wir haben gemerkt, gegen Ende der Laufzeit haben wir eigentlich Produktionskapazität frei. Und was liegt da näher, als zu sagen, wir bauen einen Audi 80 Avant? Ab 1994 wird der Audi 80 zum A4. Die Vierlenker-Vorderachse und der Fünf-Ventilmotor sind die technischen Highlights. Überzeugende Technik und das richtungsweisende Design machen den neuen A4 auf Anhieb zum Verkaufsschlager. Der B5 war für mich der Höhepunkt überhaupt in der Designgestaltung. Ein so gutes Design, dass ich behaupte, dass damit Audi einen wahnsinnigen Designsprung gemacht hatte. Und ich behaupte es heute noch, dass zu der damaligen Zeit dieses Design nicht erreichbar war von keiner anderen Marke, die es sonst gab. Die zweite Generation des A4 kommt im Oktober 2000 auf die Straße. Er greift die Stärken seines Vorgängers auf und entwickelt sie konsequent weiter. Ja gut, den B6, der hatte dann schon viele Assistenzsysteme drin. Das war aber die Zeit 99-2000, war der Übergang zu ESP. Und das war dann die Hauptneuerung bei dem Auto. ESP, dann Pumpe-Düsenmotoren, vor allem nochmal gewachsener Innenraum, ansprechendes Design. . 2004, die dritte Generation des A4. Mit einem neuen, unverwechselbaren Gesicht. Hier sehen Sie zwei Rennwagen für die DTM. Auf der linken Seite haben wir das Auto, mit dem ich letztes Jahr einige Rennen und die Meisterschaft gewonnen habe. Rechts sehen Sie den Wagen, mit dem wir dieses Jahr unseren Titel verteidigen wollen. Das neue Auto hat den neuen, ungeteilten Kühlergrill. Dadurch wird die Luftzufuhr verbessert. In den letzten Jahren hat der Durchbruch zum Premium-Segment stattgefunden. Vor allem durch das neue Gesicht mit dem Single-Frame. Jedes Auto muss eine Persönlichkeit haben. Ne? Und ich kann Ihnen versprechen, dass wir den Audi A4-Charakter weiterhin stärken wollen und auch auf den ersten Blick erkennbar machen werden. 2007 stellt Audi den A4 der vierten Generation vor. Das neue Auto knüpft nahtlos an die Erfolge der Vorgänger an und bricht alle Rekorde. Rasante Entwicklungen und ständige Evolution. Doch der Grundidee von einer kompakten, sportlichen Limousine, die Emotionen weckt, wird Audi auch in Zukunft treu bleiben. Alles in allem ein Auto, das mir Spaß macht.